Neuer Monat, neues FAQ, es ist wieder Zeit für eine weitere fröhliche Fragerunde und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich für euch insgesamt 10 Fragen, die ihr mir mit dem Hashtag FragMike gestellt habt. Denkt bitte an das Google-Dokument in der Videobeschreibung, was die bereits gestellten Fragen angeht. Kleiner Tipp noch von mir, stellt mir Fragen zur derzeitigen Situation, was Fahrertransfers angeht oder neu angekündigte Strecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich deine Frage mit reinnehme. Bevor es losgeht, möchte ich euch die Formel 1 Sammlung von Patrick Schindler vorstellen, denn ich habe euch ja im Infovideo vom August mitgeteilt, dass ich die Sammlungen von Abonnenten mit ins Video nehmen möchte, die ihr mir per Discord schicken könnt. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Er hat mir so einiges zukommen lassen und folgenden Text dazu geschrieben. Ich bin Formel 1 Fan seit circa, weiß ich gar nicht genau, vermutlich 2009 herum. Aktiv jedes Rennen schaue ich aber erst seit 2015. Der gleiche Zeitpunkt, seitdem ich auch Red Bull Racing Fan bin. 2016 besuchte ich meinen ersten Formel 1 Grand Prix, was eine Riesenerfahrung schon war. 2018 toppte ich diese Erfahrung und das folgende ist auch der Grund, warum ich zur Ultraszene gehöre der Formel 1 Fans. Ich habe alles in der Fanzone mit meinen Kumpels gemacht, ich habe mich sogar 8 Stunden lang vor eine Bühne gestellt, nur um Autogramme und Bilder von allen Formel 1 Fahrern zu bekommen. Jetzt ist mein persönliches Red Bull Equipment von Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly und Brandon Hartley unterzeichnet. Die alte Vettelkappe wird auch von ihm persönlich noch signiert. An meiner Wand hängen noch ein Haufen Autogramme und in meinem Schrank habe ich noch ein Haufen Formel 1 Modellautos stehen. Ich habe sogar meinen Vater gezwungen, im Centerpark 2 extra kalte Heineken Bier zu trinken, nur damit ich die Heineken Formel 1 Flasche bekomme. Als wäre das nicht genug, lese ich aktuell so gefühlt jede Literatur, die es von der Formel 1 gibt. Ja Patrick, vielen lieben Dank für die Bilder und auch für die tolle Beschreibung. Dann fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Zur Frage 1, die kommt von Formula 1 SCM Racing League. Hashtag fragt Mike, denkst du, dass Verstappen im Red Bull Weltmeister werden kann? Ich sag nein, weil der Honda nicht so lange hält. Er verliert dadurch mindestens 1 bis 2 Rennen, da ist der Mercedes und der Ferrari im Vorteil. Das kommt ganz darauf an, was Red Bull und Honda im nächsten Jahr für ein Auto entwickeln. Unmöglich halte ich es nicht. Zweitens, denkst du, dass Vettel noch einmal verlängern tut nach 2020? Schwer zu sagen, aber er sagte mal in einem Artikel, dass er die Regeln dafür verantwortlich macht, ob er weiterhin in der Formel 1 fährt oder nicht. Und drittens, was hältst du von den neuen Strecken Vietnam und Niederlande? Ich freue mich ehrlich gesagt auf beide Strecken. PS, machst coole Videos und kannst du mal deine Superlizenz von der Formel 1 2019 zeigen? Dankeschön. So, bitteschön, da hast du sie. Frage 2, die kommt von Giuliano B. Hashtag fragt Mike, was würdest du von einer Regel halten, wo die Fahrer in jedem Rennen mindestens 3-mal stoppen müssen? Warum sollten sie das machen? Die Kosten spielen in der Formel 1 eine enorme Rolle und man versucht sie, so gut es geht, zu senken. So einen komischen Einfall habe ich aber noch nie gehört. Zweitens, wäre diese Regel möglicherweise zu teuer für die Teams? Ob es zu teuer ist? Ein Reifensatz kostet mehrere tausend Euro und wenn du beide Fahrer insgesamt 6-mal an die Box holst, verschleuderst du sehr viel Geld damit. Zu Frage 3, die kommt von Mitsu Seerock. Hashtag fragt Mike, warum genau bist du Vettel-Fan? Ich zum Beispiel bin Vettel-Fan, weil er mir rein menschlich von allen Fahrern so gut wie am sympathischsten ist. Das hat was damit zu tun, dass ich ihn 2010, als ich angefangen habe mit der Formel 1, sie regelmäßig zu gucken am sympathischsten fand. Zu Frage 4, die kommt von Wacker Productions. Hashtag fragt Mike, warum dürfen die Fahrer nur eine begrenzte Menge Energie von dem Hybridantrieb nutzen bzw. rekupieren? Das steht nun mal so im technischen Reglement. Zitat, die MGOK kann pro Runde 2 Megajoule aufnehmen sowie 4 Megajoule abgeben, um somit einer Leistung von 120 kW bzw. 161 PS für über 30 Sekunden pro Runde die Hinterachse anzutreiben. Während die MGOK pro Runde maximal 2 Megajoule an Energie abgreifen kann, gibt es keine Beschränkung für die MGOH. Warum genau 2 Megajoule? Das musst du die FIA fragen, das weiß ich nicht. Zur Frage 5, die kommt von Antimate. Hashtag fragt Mike, warum sollen eigentlich die Fahrer nach dem Rennen so viel wie möglich Gummiteilchen überfahren? Damit wird sichergestellt, dass das Auto nach dem Rennen das Mindestgewicht überschreitet. Solche Gummiteilchen können in dieser einen Runde das Fahrzeuggewicht mal eben um mehrere Kilogramm erhöhen. Das ist der Grund. Zu Frage 6, die kommt von Skeleratus1604. Hashtag fragt Mike, wie warst du in der Schule und welchen Job machst du oder hast du getan? Ich war ein Durchschnittsschüler mit einem Realschulabschluss, hatte meine Lieblingsfächer wie zum Beispiel Englisch oder Sport, aber auch die Hassfächer wie Mathe und Religion. Was meinen gelernten Job bzw. meinen jetzigen Job angeht, möchte ich euch nur sagen, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite. Es gibt zwischen Privatperson und YouTuber eine gewisse Grenze, die ich einhalten möchte. Und ich möchte euch bitten, das zu respektieren. Zu Frage 7, die kommt von Michael Lohl. Hashtag fragt Mike, wegen der letzten Frage. Natürlich ist dies sehr unwahrscheinlich, aber wie ist das mit Punkten, wenn also nur 9 Autos ins Ziel ankommen, bekommt dann der Letztausgeschiedene noch den Punkt für den 10. und wenn er zufälligerweise auch die schnellste Rennrunde hat, bekommt er dann auch den Punkt, er ist ja schließlich 10. Er meinte die letzte Frage aus dem FAQ vom August vom Mitsu Seerock. Also, ich versuch's mal. Er bekommt keinen Punkt, weil er nicht ins Ziel gekommen ist und das gilt auch für die schnellste Rennrunde. Stimmt's?
Zu Frage 8, die kommt von GlamChris12. Hashtag frag Mike, welche Fahrer aus Nicht-Juniorenserien würdest du gerne in der Formel 1 sehen, beziehungsweise welchen traust du es zu, in Klammern DTM, IndyCar, Super GT und so weiter? Ich bevorzuge die Fahrer, die in den jeweiligen Serien immer wieder Rennsiege einfahren, beziehungsweise schon Meister waren, um mal zu testen, ob sie auch in der Formel 1 klarkommen. Da hätten wir zum Beispiel Ryan Hunter Ray oder Will Power aus der IndyCar Series, René Rast oder Marco Wittmann aus der DTM, und was die Super GT angeht, kann ich euch das leider nicht mitteilen, denn das habe ich noch nie gesehen. Zu Frage 9, die kommt von Chris Alive. Hashtag frag Mike. Ist die Leistung des Motors in der Quali und im Rennen gleich? Nein, die ist unterschiedlich. Und das war früher auch schon so. 1986 gab es zum Beispiel von BMW einen Rekord in der Qualifikation mit unfassbar kranken 1430 PS, aber im Rennen haben sie dann die Leistung wieder reduziert. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, die kommt von NeroTV. Hashtag frag Mike. Denkst du, Kubica kann in seiner Karriere noch ein Podium holen? Glasklare Antwort, absolut unmöglich. Ihr seid an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ im Oktober, vergesst das Hashtag frag Mike nicht und überprüft das Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für den Monat September. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.